darauf hingewiesen, wir hatten es ja heute viel von Geschenken die Rede. Am Infotisch gibt es auch CDs zu kaufen. Zum Zweiten möchte ich auf eine Neuerscheinung hinweisen. Ich habe es vor einer Stunde schon mal gemacht, aber jetzt sind mehr Leute da. Visionen und Aktionen, ein reich bebilderter Band von den Architekten und Architektinnen für den Kopfbahnhof und diese Stadt. Kostet 25 Euro, aber wäre 10 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man heutzutage sagt. Schenkt es an diejenigen in eurem Bekanntenkreis, die gerne wegschauen wollen, was mit dieser Stadt passiert, oder beschenkt euch selber. Dann möchte ich noch die Freunde von da hinten am Brunnen, die Flyer produziert haben gegen die Fahrpreiserhöhungen von SSB und Deutscher Bahn, dass die einen beachtlichen Packen an den Infotisch bringen, weil die Leute danach fragen. So. Ich erlaube mir eine kurze Stellungnahme. Sie ist nicht ganz, nur teilweise mit dem Demo-Team abgesprochen. Wie Sie wissen, gibt es ja auch inzwischen einen Band politische Justiz in unserem Land, hier auch am Infotisch erhältlich bei den Anstiftern. Politische Justiz wäre nun das Stichwort betreffend der unwürdigen Auseinandersetzung um den Ort unserer Kundgebung, veranlasst von CDU-Bürgermeister Scheirer und seiner dumpfbackigen Sympathisanten aus beinahe allen politischen Lagern. Es wäre an der Zeit, dass sich der grüne OB Fritz Kuhn oder die grüne Rathausfraktion oder die SPD positioniert. Es ist politische Justiz, wenn verkehrliche Belange nun über unser Demonstrationsrecht gebastelt werden, in einer Stadt, die fast jeden Tag im Verkehr erstickt. Wie wäre es, einfach diesen Verkehr zu verbieten? Nun soll Carola Eckstein, die als Versammlungsleiterin vergangenen Montag zeichnete, angeklagt werden. Die Stuttgarter Zeitung verweist auch gleich auf ein mögliches Strafmaß, bis zu 6 Monaten Gefängnis oder bis zu 180 Tagessätzen. Ich erinnere daran. Ich erinnere daran, dass man einstens Gangolf Stocker mit 9 entsprechenden Anklagen 2010 mundtot machen wollte. Erstens. Wir fordern keine Anklage gegen Carola Eckstein. Sollten sie trotzdem stattfinden, sollten wir die Montagskundgebungen vor dem Amtsgericht bzw. Landgericht anmelden. Zweitens, dass uns heute diese Auseinandersetzung aufgeladen wird und natürlich auch Diskussionen unter den S21-Gegnern auslöst, hat damit zu tun, dass unsere Demonstration keine 10.000 bis 100.000 mehr zählten wie im Jahre 2010. Hallo, das waren vielleicht Verkehrsbehinderungen. Holger Geier von der Stuttgarter Zeitung zitiert vor wenigen Tagen in einem ansonsten dämlichen Kommentar die aktuellen Umfragen, die wieder eine Mehrheit gegen das S21-Projekt künden. Die beste Antwort auf die Einschränkungen des Ordnungsamtes und der politischen Häme der Betonfraktionen wären erfolgreiche Bürgerbegehren. Storno 21 und, wie heißt das andere, gegen die Kostenüberschreitung. Leistungsrückbau. Gegen den Leistungsrückbau. Also gegen Storno 21 und für Storno 21 und Leistungsrückbau. Das wäre eine gute Dokumentation von der Nachhaltigkeit unserer Argumente. Also, weiter Unterschriften sammeln. Viertens, bleiben wir gelassen. Die Losung dieser Kundgebung war eigentlich jetzt erst recht. Die Stuttgarter Zeitung hat dann schon davor gewarnt. Unser Banner, das richtig gefunden wurde, heißt K21 und den Menschen ein Wohlgefallen. Und jetzt Tom Adler von der Fraktion SÖS Linke zum Stadthaushalt.